Hoch über dem Rheintal auf 1794 Meter über dem Meeresspiegel erhebt sich majestätisch der Hohe Kasten. Ein Ort, wo Himmel und Erde sich zu berühren scheinen, die Natur in ihrer reinen Schönheit erstrahlt und zwei Wahrzeichen von Altstädten zusammentreffen. Das eine ist der Gipfel, der auch den höchsten Punkt des Gemeindegebietes von Altstädten und des Rheintals bildet. Das andere sind die Märkte von Altstädten. Die Marktstadt Altstetten hat sich zum 60-jährigen Jubiläum der Seilbahn des Hohen Kasten einen besonderen Event einfallen lassen und den Buremarkt mit 14 verschiedenen regionalen Anbietern und Handwerker auf den Gipfel geholt. Für eine magische Atmosphäre hat zum einen das traumhafte Wetter auf der Bergkulisse gesorgt und zum anderen boten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Oberrheintal mit ihrer Darbietung auf dem Schweizer Örgeli für die passende musikalische Untermalung. Und heute am Muttertag, am höchsten Punkt von Altstädten. Kannst du erzählen, was da heute Spannendes stattfindet? Sehr gern. Bergbahn Hohe Kasten hat 60 Jahre Jubiläum. Und für das Jubiläum haben sie sich etwas Spezielles einfallen lassen. Und weil wir hier oben Altstädter Boden haben, haben sie gesagt, wir nehmen etwas Typisches von Altstädten auf. Und unter anderem typisch ist der Markt, weil wir sind eine Marktstadt. Und von den Märkten, die wir haben, haben wir den Samstag, den Bauernmarkt, hier aufgenommen. Wie kam es zu der Idee? Nina, Marketingleiterin von der Bergbahn. Wir haben uns kennengelernt, sie hat gefragt und ich habe keine Sekunde gezögert, um zu sagen, unbedingt, wir kommen ganz sicher da rauf, wenn wir dürfen. Was sind da die Highlights heute auf dem Markt? Ich finde, der Highlight ist schon, dass ich von 85 verschiedenen Marktteilnehmern, die wir haben, an diesen Bauernmärkten über das Jahr, jetzt ein schönes Sortiment einfach zusammennehmen konnte, wo wir gesagt haben, wir wollen sicher Handwerk, das uns wichtig ist, hier vor Ort. Schöne Handwerkskunst von Leuten, die auch erzählen, wie sie es produzieren. Und da geht es ja auch immer, wer sind wir, wie produzieren wir. Und natürlich da für unseren täglichen Gebrauch, feines Gemüse, Früchte, jetzt die frische Erdbeere, schöne Spargel, Käse, viel Fleisch natürlich. Und alle, die hier sind, können auch erzählen, wie sie zum Beispiel Tiere halten, wo sie den Hof haben, wie sie das machen. Das finde ich ist ganz wichtig. Es sind einmal lustige Gruppen. Es sind zwei coole Tage. Es sind 9 Uhr Mittag dazu. Und ja, ist eigentlich alles enthalten. Also vom Rolling. Wie viele 2 Tage? 2 Tage. Der geht. Ich tue nicht mehr selber schmieden. Ich habe schon. Ich habe schon Damask gemacht, aber ich habe jetzt mehr auf die Rostfreie spezialisiert. Und auch beim Damask gibt es auch Rostfreie, aber dort gibt es für mich nur eine Marke und das ist Damastil von Schweden. Dort ist es relativ simpel. Die stellen selber das Rohmaterial. Und sonst sind es hauptsächlich Dompizze. Zum Beispiel hier. Schaumpilz. Ja, der kämpft also zwei Pilze gegeneinander. Und darum ist der immer so aus. Ja. Und das ist dann wie so, ich glaube, Giraffen. Ja.
Und auch das ist auch sehr interessant. Im Endeffekt kannst du das machen wie Leder aus dem Pilz. Da, ne? Ja, das ist alles Pilz. Das ist vom Pilz. Sehr gut. Ja. Okay. Ich habe auch Idee aus Pilz, etwas zu machen. Genau. Und was halt immer mehr kommt, dass man jetzt auch mehr so Heilpilze kann. Ja. Also viele aus denen kann man dann Heilpilze machen. Es gibt aber auch andere Pilze, die eben nicht heilen, die Heil machen, aber nicht heilen. Ja. Oder halt wirklich einer, der wirklich tötet. Ja, ja. Und das nimmt der Butter ganz einfach, tut Zwiebeln nur leicht andünsten, aber leicht anrösten, das Pilzpulver ein bisschen dazu und tut die Butter wieder in sich verrühren und abkühlen. Das ist mega. Später. Ja, und der Internetseite, ich bin in der Lande raus, also muss ich bei den Südumfahrern raus. Ja, die ist einfach für mein Auto, aber die ist jede Ende. Auf das Nordschweizer Jodlerfest im Juli 2025 in Altstetten machten mit ihren Alphornklängen die Geschwister Freund vom Jodlerclub Altstetten aufmerksam.